Hallo, wie schön, dass du reinhörst hier beim Podcast Wagemutig. Mit Impulsen, Insights und Interviews zu der Frage, wie du es schaffst, dir mutig ein Leben nach deinen Vorstellungen zu erschaffen, sodass du in der Rückschau sagen kannst, was eine geile Zeit. Mein Name ist Annika Seidenfaden und ich bin dein Business Coach, wenn du dich nicht mehr zufrieden geben willst mit etwas, das ganz okay ist oder mittelmäßig oder sicher, aber nicht wirklich und für dich ganz persönlich großartig ist. Hallo, hallo, meine Liebe. Oh, ich freue mich so sehr. Es gibt eine so besondere, schöne Weihnachtsfolge heute. Ich habe nämlich meine aktuelle Mentorin Franzi von New Life Spirit im Interview heute. Genau, und wenn du mir folgst, dann weißt du das auch, dass das gerade meine aktuelle Mentorin an meiner Seite ist. Und für mich gibt es nicht viele, die finanziellen Erfolg und Fülle mit so viel Leichtigkeit und einer schönen Spiritualität verbinden wie eben Franzi. Und deswegen bin ich bei ihrem Coaching und deswegen freue ich mich unfassbar, dass wir heute sprechen können und dass ich sie fragen kann nach ihren ganzen Geheimnissen, wie sie das eigentlich alles auf die Beine gestellt hat, was sie da so Großartiges geschafft hat. Und was das alles ist, erzählt sie im Interview. Viel, viel Spaß dabei. Meine liebe Franzi, oh, ich freue mich so, so unglaublich, dass ich dich heute bei mir im Podcast haben darf. Die Franzi von New Life Spirit. Ich liebe dich, Annika. Also herzlich willkommen. Es ist so schön, dich hier zu haben. Es ist so schön, hier zu sein. Ja, genau. Und ich habe mir irgendwie gedacht, ich glaube, wir gehen einfach direkt in die Vollen. Also tatsächlich, also ich glaube, die mir so ein bisschen aufmerksam folgen, die wissen ja sowieso, dass ich gerade bei dir im Coaching bin und dass ich total happy und überwältigt bin und es einfach schon jetzt eine unfassbare Reise ist seit Anfang Oktober. Und was haben wir heute? Heute ist irgendwie Mitte Dezember. Also noch gar nicht so lange her und es ist schon so viel passiert. Und einer der Gründe, warum ich mich dafür entschieden habe, zu dir zu gehen, also es gab natürlich viele, aber es hat mich ja wirklich auch völlig fasziniert, dass du es geschafft hast, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber innerhalb von unter 2 Jahren deine erste Million zu generieren mit deinem Business. Yes. Was ja in der Tat ein Knaller ist. Und deswegen ist meine erste Frage tatsächlich, was würdest du sagen, also A, was hat für dich den Startschuss gegeben oder wo würdest du sagen, hat diese Reise angefangen, dass du so wirklich diese Entscheidung getroffen hast, gesagt hast, das ist jetzt das Ziel, dafür gehe ich irgendwie los? Und was würdest du sagen, ist dein Geheimnis oder eines deiner Geheimnisse, dass das tatsächlich Realität geworden ist? Sehr geil. Das sind genau die beiden perfekten Fragen, über die ich alleine schon, glaube ich, Stunden reden könnte. Aber jetzt versuche ich es mal so on point auf den Punkt zu bringen. Also, es gab wirklich ein einschneidendes Erlebnis, an dem ich, und das ist jetzt schon eigentlich zur zweiten Frage, was ist so eines der Geheimnisse? Und das ist, ich habe eine kraftvolle Entscheidung getroffen. Und es war ein Erlebnis, ich stand mit meinen 2 Kindern, die waren damals, also der Samu, der war glaube ich noch, der war wirklich mini, der war vielleicht 1 Jahr und Frieda May war gerade 2, 2,5 und ich stand im Supermarkt und ich wusste, okay, wir haben jetzt noch 10 Tage in diesem Monat und ich habe 25 Euro und mit diesen 25 Euro darf ich jetzt meine komplette Familie irgendwie mit Nahrung versorgen. Und ich stand da und es war so ein Moment, in dem gefühlt mir es den Boden unter den Füßen weggerissen hat, überhaupt mal der Tatsache ins Auge zu blicken, was ist eigentlich hier gerade meine Realität? Und zugleich war das der Beginn von einer so magischen, kraftvollen Reise, weil ich in dem Moment entschieden habe, dass das ab jetzt nicht mehr meine Realität ist. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen und mit der Entscheidung, und ich kann es gar nicht anders erklären, ist wie ein Raum aufgegangen, ein Raum, wo sich mein Fokus verändert hat. Ein Raum, in dem ich auf einmal andere Dinge wahrgenommen habe
und vor allem auch einen Raum durch diese kraftvolle Entscheidung, wo das Universum mir einfach unzählige Möglichkeiten geschickt hat, die mir meinen Weg geebnet haben. Und ich weiß, es war Silvester, ich glaube 2018, und ich stand da auf dieser Terrasse, also auf meinem Balkon, und es hat geknallt. Und ich guck so in den Himmel, und es war wie, als würde die Zeit stillstehen. Und mein Papa, der wohl 2-3 Jahre vorher verstorben war, würde zu mir sprechen, und er sagt: Mach's, geh für dich, geh für deinen Traum, du schaffst es. Und ich kam wieder so zu mir und sah meinen Mann neben mir stehen und gehe zu ihm hin und sag: Schatz, kannst du mir bitte helfen, 20.000 Euro zu beschaffen, dass ich dieses Coaching machen kann, weil ich weiß, dass das der Beginn ist von einem Unternehmen, von einem Empire, das ich kreiere. Und natürlich, er hat mich angeguckt, die Augen weit aufgerissen, dreht sich um und geht. Bäm, da stand ich da. Die kleine Franzi mit ihrem großen Traum, die wusste, das ist es. Und ein Mann, der natürlich erstmal dachte, die hat einfach nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja, und es hat ungefähr 2 Wochen gedauert. Und nach 2 Wochen saßen wir auf der Couch und mein Mann schaut mich an und sagt: Hey, ich merke einfach und ich fühle, dass du das so sehr willst. Ich fühle diese Kraft, die dahinter steckt, und ich mache das. Ich gehe zur Bank und ich werde dir das Geld beschaffen. Ja, und wiederum 2 Wochen später saß ich dann in meinem ersten Call und New Life Spirit ist entstanden, gegründet worden, und ich bin einfach all in. Ich bin einfach all in. Aber ich finde, da steckt ja irgendwie so viel drin, ne? Allein schon in dem irgendwie so dieses, glaube ich, also A, sich in dem Moment zu vertrauen, dass man jetzt irgendwie zum Beispiel so einen Impuls hat, dieses Coaching zu buchen, und dann irgendwie, also das dann nicht in Frage zu stellen, ob das dann jetzt wirklich der richtige Weg ist zum Beispiel, ne? Also kannst du irgendwie sagen, was das bei dir ist, dass du dann in dem Moment einfach so 100% bei dir bist, dass du weißt, das ist der nächste kleine Baustein, der jetzt dran ist, dass du das nicht in Frage stellst? Also ich würde jetzt einfach mal so pauschal behaupten, dass jeder, der jetzt diese Worte hier hört, genau weiß, was sein nächster Schritt ist, wenn er mal die Augen schließt und wenn er mal kraftvoll nach innen hört. Mhm. Unsere Intuition, die spricht in jedem Moment zu uns und wir nehmen sie wahr. Nur leider ist der Verstand halt oftmals in Sekundenschnelle schon so aktiv, dass er halt einfach durch diese wundervolle Programmierung, die wir unser Leben lang erfahren durften, sofort dagegen krätscht und sagt: Hey, du bist verrückt. Du bringst dich um, also weiß ich nicht, was da alles für ein Schmodder hochkommt, den der Verstand da genau in dem Moment einfach um die Ohren knallt. Und geht ja meistens auch gegen dein ganzes System irgendwie, ne? Ja. Also so das, was du dir halt aufgebaut hast, indem du groß geworden bist, und dann kommt ja so die Intuition um die Ecke und sagt: Nimm doch mal 20.000 Euro in die Hand und buch dieses Coaching, ohne dass du weißt, was damit passiert. Ja, absolut, absolut. Und das, und jetzt kommen wir zu einem weiteren Erfolgsgeheimnis, ist einfach was: Ich hatte immer mehr Mut als Angst. Also ich hatte immer Angst, ich habe die auch heute noch. Weil heute spiele ich mit keinen Zahlen von 25 Euro im Supermarkt, heute spiele ich mit Zahlen von 25.000 Euro. Und ja, da kommt es auch nochmal die Ecke und klopft an und will mir sagen: Franzi, du spinnst, es geht nicht. Und das ist ein Riesenerfolgsgeheimnis, in dem Moment zu sagen: Nein, ich tu's, no matter what. Ich mach's, ich gehe diesen Weg. Und Momentum aufzubauen, ein Business zu erschaffen, hochzuziehen, das schnell wächst, erfordert schnelle Entscheidungen. Und es erfordert vor allem eine Attitude in jedem einzelnen Moment von: Ich schenke meinen Träumen mehr Aufmerksamkeit als der Angst vor der Angst. Und auch das ist eine Entscheidung, genau in diesem Moment, weil wissen tun wir es.
Und ist das dann auch das, was du eben meintest, als du gesagt hast, dass du entschieden hast, dass das einfach nicht mehr deine Realität ist, dass du einfach mehr Energie und mehr Kraft und mehr Fokus immer in das gegeben hast, wo du hin willst und nicht in das, wo du gerade, was aktuell sich quasi vor deinen Augen zeigt? Ja. Ich meine, am Ende dürfen wir uns vor Augen führen, dass all das, was wir heute als unsere Realität wahrnehmen, nichts anderes ist als die Summe der Entscheidungen und Handlungen, die wir im letzten Moment getroffen haben. Ja. Also das bedeutet, wenn ich das nicht mehr als Realität haben möchte, was ich jetzt gerade aktuell sehe, darf ich eine Sache machen. Ich darf beginnen, neue Entscheidungen zu treffen und anders zu handeln. Und ja, das fängt an, dass ich mir überhaupt erstmal bewusst werden darf, wo in jedem Moment geht denn mein Fokus hin? Wo in jedem Moment geht denn, arbeitet mein Mindset, gehen meine Gedanken hin? Gehen meine Gedanken in den Raum der Angst? Gehen meine Gedanken zur Geschichte? Was passiert denn, wenn? Bergab nach unten? Oder gehen meine Gedanken in die Richtung, okay, was könnte denn im besten Fall passieren? Wo kann es denn für mich auch hingehen? So, und dieses wundervolle Universum reagiert natürlich in jedem Moment darauf, weil ich in dem Moment genau das wahrnehme. Ich nehme das wahr, worauf mein Fokus geht. Das heißt, bin ich die ganze Zeit in meiner Angst, in meinem, oh, was könnte im schlimmsten Fall passieren, werde ich die ganze Zeit gespiegelt bekommen, oh, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren? Weil völlig unbewusst ich den Fokus darauf lenke. Anders bin ich in einem State von, im Best Case ist genau das der Fall. Dann fange ich an, den Raum zu öffnen dafür. Die Energie geht dorthin, weil der Fokus dorthin geht. Und was nehme ich wahr? Ich nehme Möglichkeiten wahr, ich nehme Chancen wahr. Und ja, ich weiß, wenn man am Anfang dieser Reise steht, ich meine, also sind wir mal ehrlich, wir sind, ich weiß jetzt nicht, wie alt die Hörer sind, 20, 25, 30, 40, 50, 60 Jahre, auf dieses eine Ding gepolt worden. Wir sind drauf gepolt worden. Sei achtsam, sei vorsichtig. Achtung, Achtung. Das ist das, was wir die ganze Zeit hören. In der Gesellschaft kriegen wir die ganze Zeit vorgelebt, wie die Dinge augenscheinlich zu sein haben. Aber so sind sie ja doch auch nur, weil wir sie die ganze Zeit so erschaffen haben. Und ja, jetzt Momentum aufzubauen, bis der Break-Even kommt, 50% plus meine Energie, meine Aufmerksamkeit in den neuen Raum, in den Raum der Möglichkeiten, der großen Vision zu haben, das ist erstmal Arbeit. Und das ist nicht die Arbeit, die wir kennen in der Gesellschaft von tun, 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 sondern das ist erstmal ganz viel Arbeit, vor allem im Sein, in, okay, was geht denn da vor in mir? Was nehme ich wahr? Was denke ich den ganzen Tag? Was fühle ich denn dabei? Von welchen Momenten, Situationen bin ich denn geprägt? Wie habe ich denn damals entschieden? Okay, dann darf ich jetzt neu entscheiden. Dann darf ich jetzt neu handeln. Dann darf ich jetzt neue Wege gehen. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt, den ich vielleicht hier noch anbringen muss, weil ganz viele denken dann mal ein bisschen positiv, ganz viele treffen dann mal ein bisschen andere Entscheidungen, ganz viele handeln dann auch mal so ein bisschen anders und es geht ihnen aber halt nicht schnell genug. Und schwupps kommt wieder der Teil, der sagt, also schau her, so geht's aber nicht, also schau mal an, also so kann's ja schon mal nicht laufen. Und ich sage immer so schön, wenn du eine neue Realität erschaffen möchtest, dann darfst du bleiben. Dann darfst du bleiben, so wie du 20, 30, 40, 50 Jahre in dem Arbeitskonstrukt geblieben bist, was dein Leben bisher erschaffen hat, so darfst du jetzt bleiben in genau dem, was du neu erschaffen möchtest. Und würdest du sagen, dass das dann irgendwie auch der Grund ist, warum dann doch einfach so viele scheitern, ne? Und dann sagen, naja, so einfach ist es halt nicht, wie ihr dann irgendwie da immer so sagt oder verkauft, weil das dann eben genau diese kleinen dunklen Momente sind, wo du durchgehen darfst, wo du durchtauchen darfst, wo du irgendwie den Fokus einfach nach wie vor weiter auf dem hast, wie du es haben willst und was deine Chancen und Möglichkeiten sind und dich nicht wieder einfangen lässt von diesen ganzen alten Stories. Absolut.
Und da muss ich jetzt sagen, ist diese heutige Welt, so wundervoll schnell sie ist, ich meine mit Social Media, wir sehen gefühlt alles auf einmal. Wir sehen so viele Möglichkeiten auf einmal, so viele Chancen auf einmal, aber genauso sehen wir auch so viele Abgründe auf einmal. Und diese Marketingwelt ist natürlich das ist ein Haifischbecken. Also ich habe gesagt damals, als ich mit meinem Brand New Life Spirit da raus bin, so in dieser rosaroten Welt, jetzt kommt die kleine Franzi und die wird jetzt hier was ganz Großes hier erschaffen und kreieren. Und auf einmal bin ich mitten in dieses Haifischbecken gesprungen und guck nach rechts und nach links und gefühlt war da erstmal nur Konkurrenz von, nee, so machst du es richtig, nein, das musst du tun, nein, das musst du noch machen, nein, das musst du tun, nein, das, nein, das, nein, das. Und auf einmal bin ich irgendwie in so einer, okay, ganz neuen Welt, die wieder beginnt zu programmieren, die wieder beginnt, irgendwie einen neuen Raum aufzumachen von so haben die Dinge zu sein, so müssen sie funktionieren. Und auch in dem Moment mal so bewusst zu sein, dass wenn du was verändern möchtest, das hat nie etwas im ersten Moment mit dem Außen zu tun. Nie, 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 nie. Aber das ist die Schiene, auf die ganz viele aufspringen. Sondern das hat im ersten Moment immer, immer etwas mit dir zu tun. Weil alles beginnt in dir. Und wenn ich eine Sache nicht gemacht habe, ein weiteres Erfolgsgeheimnis ist, dass ich ständig auf das Next Shiny Object irgendwie aufgesprungen bin, weil das Einzige, was passiert ist, dass wir uns in all dem Chaos nur noch viel mehr verlieren. Mhm. Und das, was wahrhaftig was verändert, ist das Ankommen bei dir. Weil deine Intuition zu hören, diese leise Stimme in deinem Herz, dieses Flüstern deiner Seele, was da immer wieder kommt, dieses leichte Ziehen in so eine bestimmte Richtung, die darf erstmal Raum bekommen, die darf wahrgenommen werden. Mhm. Und die wird nicht gehört, wenn du in diesem Haifischbecken die ganze Zeit nach links, nach rechts, nach oben, nach unten guckst. Mhm. Wir haben so eine Kraft in uns, wir haben so eine endlose, grenzenlose Power in uns. Und die geht völlig unter, weil wir mit unserer Energie in alle Richtungen schießen, weil wir uns verlieren in alle Richtungen. Ja, ist ja oft auch so viel einfacher, ne? Wenn man dann irgendwie in so einer Phase ist, wo man eben wieder so ein bisschen Zweifel hat und Sorge und dann kommt halt irgendwie das nächste Shiny Object, wie du gerade gesagt hast, vorbei und sagt irgendwie so, ja, das ist die neueste Strategie und wenn du jetzt hier Werbung schaltest und wenn du dabei LinkedIn das machst oder was es dann auch irgendwie immer ist, dann ist alles irgendwie ganz easy. Und dann ist das, glaube ich, auch immer so ein bisschen verlockend, dass man dann, ne, weil das ja auch wieder so dem alten Verstand entspricht, dass man sagt, ach so, da gibt es jetzt irgendwie eine coole Strategie und wenn ich die dann einsetze, dann klappt es halt irgendwie alles. Das ist halt, glaube ich, im ersten Moment dann bequemer und leichter, als zu sagen, ach so, ja. Dann gehen wir jetzt noch mal mehr ins Innen und hören noch mal mehr auf unsere Intuition, ja. Und blenden noch mal mehr aus, was vielleicht auch das direkte Umfeld sagt. Ne? Also das fand ich zum Beispiel vorhin auch ganz spannend, dass du das so gesagt hast mit deinem Mann, dieses das dann auch aushalten zu können, dass deine direkte Umgebung das vielleicht auch kritisiert und denkt so, okay, sorry, aber du hast ja nicht mehr alle, so funktioniert es nicht. Und dann aber da so klar zu bleiben, dass dann eben die anderen mitziehen irgendwann, das ist ja auch total cool. Ich sag dazu gleich was, will aber vorher noch was sagen auf diese ganzen Shiny Objects. Mhm. Also die Sache ist, all das, was es gibt, ist ja nicht schlecht. All das, was es gibt, ist ja auch nicht verkehrt. All das, was es gibt, sind wundervolle Tools, die, wenn wir sie richtig einsetzen, absolut kreierend sind. Die Frage ist einfach nur, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, tue ich es aus der Bedürftigkeit heraus, weil ich meine Eigenverantwortung abgebe und glaube, wenn ich das tue, dann, oder mache ich's, weil ich einfach eine magische Anziehung wahrnehme, weil ich wahrnehme, dass das Teil meines Spiels ist, weil ich mit so einer Leichtigkeit da reingehe und mir die Erlaubnis gebe, einfach ja, da mal zu erfahren und mal so, ja, einfach so mit der Leichtigkeit da reinzugehen und nicht aus der bedürftigen Attitude von ich muss das tun, weil sonst geht's nicht oder ja. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, für den ich sensibilisieren möchte. Da einfach auch mal ein bisschen reinzufühlen, mal reinzuhören. Mhm. Und jetzt zu dem Punkt, ja,
Also mein Leitspruch die letzten 3 Jahre war wirklich, zuerst belächeln sie dich und dann bekämpfen sie dich. Und am Ende, wenn du geblieben bist, fragen sie dich, wie hast du das gemacht? Mhm. Weil natürlich am Anfang, ich meine, mein Mann, der sich umgedreht hat und der hat mich ja ein bisschen ausgelacht, so spinze jetzt. Mhm. Und ich meine, so ging es mir ja mit ganz vielen. Also ganz viele in meinem Umfeld haben sich gedacht, jetzt hat sie nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja. Was machten die da? So, und irgendwann, nachdem ich geblieben bin, natürlich, ich meine, am Ende bin ich doch nichts anderes als deren Spiegel, der all die Trigger in ihnen hochholt. Sich auch mal dessen bewusst zu werden, dass alles, was andere Menschen über mich sagen, ja nie etwas mit mir zu tun hat. Nie. Es ist immer nur deren Wahrnehmung, deren Trigger, der in dem Moment hochkommt. Ja. Und auch all das, was im Außen kommt, nicht dazu nutzen, um mich irgendwie klein zu machen, um alles in Frage zu stellen, sondern all das, was kommt, dafür zu nutzen, noch mehr in mein Standing zu kommen, noch mehr in meiner Energie zu sein, noch mehr zu sagen, yes, that's me. Mhm. Also das quasi wie so als Einladung zu begreifen, nochmal bei sich selber hinzuschauen, ja, noch mehr da reinzuwachsen. Mhm. Ja, weil natürlich in dem Moment sind die ja auch Spiegel für mich. Was macht deren Reaktion mit mir? Und es ist so wunderschön, wenn man mal so diesen ganzen Weg, diese ganze Reise aus dieser höheren Perspektive betrachtet. Weil auf einmal ist alles doch einfach nur noch, ja, ein wunderschönes Spiel, eine Einladung. Und kein Bekämpfen mehr. Und kein, der mag mich nicht. Und kein, ich glaube, ich mache irgendwas falsch. Und das ist auch was mir auffällt bei so vielen. Jetzt gehe ich mal so in diese Leaderrolle einer Frau, die nach vorne geht. Und ich meine, was kennen wir aus der Gesellschaft? Ich will jetzt hier überhaupt gar nicht hier den so Frauen an die Macht, so gar nicht. Aber es ist nun mal so in der Gesellschaft, die Frauen sind die Mütter, die sind bei ihren Kindern. Die Männer sind die, die arbeiten, die das Geld nach Hause bringen. Wow, und jetzt kommt da eine Frau und die stellt sich hin und sagt, so, ich will jetzt die Millionen machen. Mein Mann, Papa meiner Kinder. Was finden wir jetzt für eine Beziehung zueinander? Was können wir jetzt für einen neuen Raum aufmachen, dass auch ich nach vorne gehen darf? Ja. Aber so weit kommen ja viele gar nicht, weil sie sich schon wieder so nach unten drücken lassen. Mhm. Und ist jetzt halt in dem Fall oder bei manchen der Mann, es sind bei manchen die Eltern, bei der nächsten ist es überhaupt Familie, die engsten Freunde. Ja, ich glaube in der Tat, und ich meine, das hat, glaube ich, jeder, ne? Jeder, der sich quasi rauswagt aus diesem Meer, in dem er sich bewegt sozusagen und irgendwie seinen Kopf einmal rausstreckt und sagt, ach guck mal, da ist aber ja noch so viel mehr und ich will jetzt irgendwie größer werden und ich will wachsen und ich will was anderes, erfährt, glaube ich, immer irgendwie dieses, dass irgendjemand aus dem Umfeld sagt, ja, aber was machst du denn da gerade oder warum glaubst du denn, dass das für dich jetzt einfach geht oder jetzt werd doch nicht größenwahnsinnig oder eigentlich ist auch alles okay, so wie es ist, so, ne? Also was willst du denn eigentlich, weil es ja dann auch irgendwie, glaube ich, für manche so ein bisschen ein Angriff ist auf das Leben, was sie eben selber führen. Mhm. Und das ist es ja gar nicht, aber das ist ja dann auch wieder das, was du gerade meintest mit dem Spiegel, der dir dann nur vorgehalten wird. Also es ist in der Tat irgendwie sehr spannend. Ja, und ich sage immer, das ist wie so dieser Moment des Bekämpfens. Auch manchmal, ich sage immer, das Universum schickt dir nicht, was du willst. Es schickt dir, was du brauchst, um zu bekommen, was du willst. So, und manchmal befinden wir uns, nicht manchmal, sondern immer in so einem Wachstum zu einem Next Level, befinden wir uns in so einem Vakuum. In so einem Vakuum, das ist wie so ein gefühlter luftleerer Raum, in dem diese ganze Transformation passiert und in dem man auch manchmal das Gefühl hat, wer bin ich jetzt eigentlich? Also, wo auch natürlich das Ego kommt und hinterfragt, also, ist es jetzt wirklich das, was du machen willst? Dann noch das Außen dazu kommt. Aber wenn man dieses Vakuum durchläuft, wenn man bleibt, das, was danach kommt, das ist, ich sag so gern, das ist wirklich die Magie des Lebens. Das ist wie ein Ankommen, wie ein Ankommen in einer neuen Identität, in einem neuen Leben, in
in einer neuen Leichtigkeit, in einem neuen Vibe. Und jetzt darf man aber eine Sache auf keinen Fall machen, weil es machen ja auch ganz viele, sich dann da so schön drauf ausruhen. Weil irgendwann kommt dann nämlich der Punkt, wo das Leben wieder anklopft und man sagt, okay, ich dachte, du willst Wachstum. Ich dachte, du willst Expansion. Was machst du da gerade? Nee. Und das ist, by the way, auch genau der Moment, wo ich immer sage, ein Mentor an deiner Seite ist Gold wert. Ja. Weil oftmals geht es doch auch in dem Moment überhaupt gar nicht darum, dass man jetzt irgendwelche tollen Tipps und Ratschläge gibt. Dass man jetzt irgendwie so, das ist jetzt der nächste Step und das der nächste und das der nächste, sondern dass es einfach nur darum geht, dass jemand da ist, der einen Raum hält, in dem du einfach entspannt durch dieses Vakuum zelebrieren kannst. Mhm. Der dir einfach sagt und zeigt und dich fühlen lässt, du bist okay, du bist vollkommen auf dem richtigen Weg. Ja, genau. Es ist so ein bisschen, ja, es gibt halt einfach so ein bisschen Halt irgendwie, ne? Wenn man eben selber so ein bisschen am Schwimmen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, weil man die sichere Insel von dem davor verlassen hat. Und man ist noch nicht da, wo man gerne hin möchte. Und irgendwann zwischendrin fängt man dann an, Schnappatmung zu bekommen und irgendwie hektisch zu paddeln, weil man so denkt, oh Gott, geiles Bild. Ja, aber so kommen wir das immer vor, so dass man dann so denkt, so Gott, vielleicht war das jetzt einfach der größte Fehler. Und dann hat man eben nicht mehr dieses, dass man diese ruhigen Schwimmzüge machen kann. Und dann ist schon ganz gut, da ist jemand an deiner Seite, der gesagt, okay, pass mal auf, hier darfst du einmal die Poolnudel nehmen und dich ein bisschen ausruhen. Oh, Annika. Und dann geht's weiter. Ja. Aber genau so. Ja, genau. Also bist du meine Poolnudel, Franzi. Ich bin so gern deine Poolnudel. Und ich habe auch Poolnudeln. Ja. So ist es ja nett. Weil es gibt auch noch Teile in mir, die ich wunderschön immer umgehe. Es gibt auch Teile in mir, die ich immer schön wegdrücke. Es gibt auch Schritte, vor denen ich mich drücke. Wo ich lieber gerne in meinen Kaninchenbau zurückgehe, anstatt einfach auszuhalten, daran zu wachsen und weiterzugehen. Ich glaube, das war auch ehrlicherweise so ein bisschen das größte Learning irgendwie dieses Jahres, dass ich so auf so einer ganz anderen Ebene nochmal verstanden habe, dass das einfach nie aufhört und dass das total okay ist. Weißt du, dass es nicht darum geht, irgendwo anzukommen und dann zu sagen, okay, super, jetzt habe ich es geschafft, jetzt ist alles fein, sondern diese Reise mehr zu zelebrieren und zu sagen, okay, das ist jetzt gerade das Zwischenziel und wenn ich dann da angekommen bin, dann wird es wahrscheinlich nicht lange dauern, bis ich mir wieder ein neues Ziel setze und denke, und jetzt fände ich das ganz cool und dass das okay ist und dass halt jedes Ziel dann irgendwie auch was Neues von dir verlangt. Ja, und das ist so ein wichtiger Punkt, den du hier gerade angesprochen hast, weil neben all dem Ziele setzen und neben all dem immer dorthin wollen und immer nur das Ziel vor Augen zu haben, vergessen wir eine so elementare Sache. Und das ist zu leben, die Reise zu genießen. Und wenn wir das auch mal nicht nur verstanden, sondern begriffen haben, wenn wir das verkörpern, dass der Sinn dieses Lebens, das Leben selbst ist, dass die Essenz dieses Lebens die Reise der Erfahrung ist und dass dieses Ziel doch für uns einfach nur in dieser realen 3D-Welt etwas ist, das wir greifen können, um unsere Energie darauf zu erhöhen. Es ist ja sonst nichts anderes. Und wenn wir jetzt aber auf unserer Reise in dem Moment sind und einfach nur wahrnehmen, genießen, uns dem hingeben, zelebrieren, der Freude folgen, in die Erlaubnis gehen, uns öffnen und fallen lassen zugleich, dann holen wir uns so viel kraftvolle, schöpferische Energie zurück, die uns so viel schneller an unser Ziel bringt, als wenn wir die ganze Zeit nur wie getrieben diesem Ziel hinterherlaufen. Weil das Einzige, was passiert, ist, dass wir einen Turm bauen an Erwartungen, an Erwartungen, an Erwartungen. Dann gucken wir nach links, nach rechts. Dann ist der vielleicht schon schneller wie der. Dann hat der schon ein Ziel erreicht, das für uns irgendwie gefühlt noch weit weg ist. Ja, weil wir nur immer die ganze Zeit bei dem Ziel sind. Wir werden enttäuscht. Die Energie
plumpst nach unten. Ja, dann hat es ja auch so was Krampfiges schon wieder, selbst wenn das schöne Ziele sind, ne? Ja. So, und jetzt kommt genau der Moment, warum bei ganz vielen dieses ganze Marketing nicht funktioniert, egal wie viele Strategien sie noch verwenden. Weil die Menschen fühlen genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist krampfig, das ist nicht authentisch, das ist nicht in ihrer Energie, weil die Energie überall ist, nur nicht bei sich selbst. Und weißt du, was ich an dem, was du gerade gesagt hast, aber auch noch total schön finde, ist dieses, also es ist quasi wie so reframed, wofür große Ziele da sind, weil ich das schon immer cool fand, mir irgendwelche Ziele zu setzen. Und manchmal kam dann zum Beispiel so dieses, ja, aber geht es jetzt immer nur noch um höher, schneller, weiter? Und sich dann da jetzt so bewusst zu machen, nee, es geht nicht um höher, schneller, weiter, aber es geht darum, dass ich quasi wie so die Angel auswerfe und mir ein Ziel setze, in das ich reinwachsen darf und das dann irgendwie genießen darf, weil es einfach, weiß ich nicht, eine größere, schönere Version von mir selber gibt. So. Und das macht ja, finde ich, das Leben auch dann einfach so spannend und so lebenswert, als wenn ich irgendwie immer nur in meiner kleinen Schachtel bleibe, wo ich eh schon weiß, wie alles funktioniert. So, ne? Absolut. Ich meine, am Ende ist es wie, als würde ich mir mein Traumhaus bauen. Ich stehe am Anfang vor einem riesen Grundstück, leer. So, und jetzt habe ich ein Bild vor Augen oder ein Gefühl dazu oder wie auch immer, was da für eine Villa, für ein Haus steht. Und jetzt fange ich an zu bauen. Stein für Stein für Stein für Stein für Stein. Und ich wachse daran. Ich entwickle mich weiter. Das Haus entsteht, die Villa entsteht. Und irgendwann ist es soweit. Und dann baue ich das nächste Haus. Und baue das nächste Haus. Nur, und das ist so geil, wie, also das ist auch so ein schönes Sinnbild, wie leicht wir uns enttäuschen lassen, weil wenn ich immer nur den Stein sehe, den ich jetzt auf den nächsten gesetzt habe, in direkter Verbindung zu der riesen Villa, die entstehen soll, habe ich das Gefühl, oh Gott, ich bin noch ewig weit entfernt davon. Wenn ich aber vielmehr den Weg, die Reise dieses Hausbauens genieße, die Geschenke auf dem Weg wahrnehme, den Moment genieße dabei. Und das kennt bestimmt jeder, so die Momente, wo du das Gefühl hast, wow, die Zeit verfliegt. Ja. Wow, wo ist denn die Zeit hin? Ja. Und das sind genau die Momente, in denen wir uns so in diesem gegenwärtigen Moment verlieren, in dem wir uns so fallen lassen, in dem wir einfach nur genießen, was gerade ist. Die Reise mit dem vollen Bewusstsein, mit dem vollen Wissen und mit dem tiefen Vertrauen, dass wir so und so am Ziel ankommen. Ja. Weil das Haus steht irgendwann, Punkt. Das ist die logische Konsequenz dafür, dass wir Stein auf Stein auf Stein auf Stein setzen. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz wichtiger Shift, den für sich zu haben, dass man irgendwie quasi also dass da kein Raum für Zweifel ist, ne? Dass man einfach sagt, es ist gesetzt, dass dieses Ziel irgendwann erreicht ist. Es ist nur eine Frage, wann. Aber wenn ich jeden Tag einen Schritt weitergehe, dann passiert es zwangsläufig und dann muss man sich auch gar nicht so viel Sorgen machen und Gedanken machen und es immer wieder in Zweifel ziehen. Ja. Also nicht, dass das jeden Moment einfach ist, aber ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen die Roadmap, die man in die Hand gedrückt bekommt. Dass man sagt, so geht's halt. Absolut. Und jetzt kommt ja das Schöne, wenn ich irgendwann das 10. Haus gebaut habe, dann habe ich so eine Sicherheit in mir. Und das ist genau dieses Vakuum, von dem ich immer spreche. Wir Menschen haben Angst vor dem Unbekannten. Das ist unsere größte Angst. Merkt man in dieser aktuellen Situation und Zeit gerade so sehr, mehr denn je, dass wir Angst haben vor dem Unbekannten. Aber umso mehr ich mich darauf einlasse und umso mehr ich auch darin erfahren darf, dass es immer zu einem guten Ende kommt, weil dieses Haus wird immer stehen, irgendwann, bekomme ich so ein Vertrauen und so eine Sicherheit darin, dass ich mich diesem Leben hingeben darf, dass ich mich diesem Hausbau hingeben darf. Ja, ich glaube, das ist in der Tat irgendwie auch nochmal was, dass irgendwie mit jedem Mal mehr, wo man irgendwie gelernt hat, darauf zu vertrauen, dass es funktioniert und es funktioniert dann wirklich, wirst du natürlich sicherer. Ja. Und da hast ja dann auch so einen neuen Referenzrahmen wieder, an dem du dich orientieren kannst, der dir irgendwie Sicherheit gibt, ne? Ja,
Absolut, genau so. Was würdest du denn sagen, jetzt für jemand, der, ich könnte ja noch ewig weiter quatschen, aber ich glaube, ich muss dir schon fast eine Abschlussfrage stellen. Also jemand, der jetzt vielleicht sich gerade eben auch ein Business aufbaut und der dann so eine Franzi, die Franzi von New Love Spirit sieht und denkt, das hätte ich auch gerne. Und aktuell ist meine Realität aber noch so, dass es eben nicht so rosig ist, dass vielleicht noch nicht so viele Kunden reinkommen, dass noch nicht so viel Geld fließt, dass es sich einfach noch so ein bisschen schwerer anfühlt. Also du hast ja schon ganz viele Erfolgsgeheimnisse heute gesagt, aber hast du noch so eine Sache, die du jemand, also einer Zuhörerin mitgeben würdest, die da eben gerade an dem Punkt ist und denkt, worauf kann ich denn jetzt meinen Fokus richten? Was ist ein kleiner Step, den ich jetzt machen kann? Was für eine Frage, was für eine Frage. Also, ich kann nicht einen kleinen Step sagen. Das wäre auch nicht ich, wenn ich einen kleinen Step sage, weil für mich gibt es keine kleinen Steps. Für mich gibt es so kraftvolle Entscheidungen. Und es ist an allererster Stelle, in diesem Moment jetzt mal die kraftvolle Entscheidung zu treffen, dass Vision X, Ziel X, auf alle Fälle deine Realität ist. Auch wenn du sie jetzt noch nicht sehen kannst. Und dann mal hinzufühlen, was da für eine Energie freigesetzt wird. Und das ist die Energie, die ist dein Treibstoff. Und genau nach der darfst du handeln. Und wenn ich als Ziel habe, ein Millionenimperium aufzubauen, dann darf ich auch genau so handeln. Das ist die Attitude. Punkt. Und dann hole ich mir jemanden an meine Seite, der nicht mal nur für einen Workshop von 3 Stunden, sondern der mit mir diese Reise geht. Ja. Punkt. Und du weißt genau, lieber Zuhörer, wer diese Person ist. Und wenn du es nicht weißt, dann öffne jetzt den Raum dafür. Das Universum wird dir diese Person schicken. Denn ein Leitsatz, mit dem für mich alles begann, den habe ich damals in einem Podcast gehört, als New Life Spirit noch nicht existent war, war, wenn der Schüler bereit ist, wird ihm der Lehrer geschickt. Und wenn ich wirklich was Großes aufbauen möchte, dann darf ich genau auf diese Reise mit meinem Lehrer gehen, der diesen Weg gegangen ist. Ja. Und da steckt ja auch irgendwie wieder so viel drin, was irgendwie, was ich irgendwie auch immer sage, ist dieses Sein, Tun, Haben. Ne? Ja. Also, dass du halt nicht sozusagen, oder dass das, womit alles anfängt, ist eben dieses Sein, diese Identität, dieses sich zu fragen, okay, wenn ich schon da wäre, wo ich gerne hin möchte, wie würde ich mich dann jetzt heute entscheiden? Ja. Ich finde, das ist irgendwie so, so kraftvoll, weil das dich dann dazu zwingt, im Positiven, dass du eben neue Entscheidungen triffst, weil dann ja für dich das Gap vielleicht total offensichtlich wird. Ne? Ja. Weil der Trugschluss ist ja immer, wenn ich dann das Geld auf dem Konto habe, wenn ich dann diese ganzen Kunden habe, dann könnte ich so und so handeln oder dann könnte ich so und so sein. Aber so rum wird ja kein Schuh draus, weil dann wartest du ja ewig drauf, dass dieses Geld auf dem Konto ist. Absolut. Und jetzt muss ich auch hier mal so ein geiles Beispiel anbringen. Wenn ich jetzt vorhab, und das ist ein Beispiel, das ist so greifbar für jeden. Wenn ich jetzt vorhab, ich möchte gerne eine Gastronomie, einen Friseurladen, einen weiß ich nicht was aufbauen. Ja? Mhm. So, was mache ich? Ich mache mir Gedanken darum, okay, das möchte ich stehen haben. Wer sind meine Kunden? Was möchte ich für ein Klientel ansprechen? Was hat dieser Laden für eine Attitude? So, dann brauche ich Budget X, um das überhaupt erstmal aufzubauen. Mhm. So, logische Konsequenz. Und hiermit möchte ich jetzt mal alle Bewertungen von Schulden wegnehmen, weil das ist nämlich auch ein Punkt, da liegt so viel Mangelenergie drin. Eine Bank existiert nur deswegen, weil wir zu ihr gehen und uns Geld von ihr leihen und ihr Zinsen bezahlen. Punkt. Also das heißt, will ich mir einen Friseurladen hinbauen, gehe ich zur Bank und hole mir Geld als Startinvest, um diesen wundervollen Friseurladen dahin zu bauen. In dieser schnellen Welt jetzt, in dieser schnellen Zeit, ich sage immer, es ist nichts leichter, als zu dieser Zeit Millionen zu machen.
Wir dürfen uns einfach nur dafür öffnen und dürfen genau diese Attitude, die wir da haben, auch in dieses Neue mit reinbringen. Weil am Ende ist es für uns easy, mal 150.000 Euro in diesen Friseurladen zu investieren. Aber wenn ich sage, in das Kapital, das den größten Return on Invest für dich hat, immer in dich zu investieren, in dein Online-Business, wo nun mal du die Marke für bist, auf einmal kriegen alle Schnappatmung und laufen weg. Ich hab am Anfang, ich glaube, ich bin mit 40.000, 50.000 Euro in Anführungsstrichen Schulden gestartet mit Startinvest. Und alles, was reinkam, habe ich am Anfang reinvestiert, um diesem Ding den Drive zu geben, um diesem Ding das Wachstum zu geben, um diesem Ding die absolute Energie zu geben, zu wachsen. Und lösen wir uns mal von dieser Illusion der Zeit. Ihr Lieben, was ist denn ein Jahr zu dem, wie viel Zeit wir hier noch haben? Also auch hier mal in diese Attitude zu gehen, so ich will mir hier was Großes aufbauen, also darf ich auch genau mit der Energie da reingehen. Also hör auf, dir noch 50 Workshops anzuschauen, sondern entscheid jetzt, das ist mein Ziel, das ist der Raum, den ich aufmache und dafür gehe ich all in. Ja, ist cool. Da sind wir ja dann quasi wieder am Anfang, nämlich bei diesem, dass es halt dann also A, diese kraftvolle Entscheidung braucht und dann aber eben auch, wenn du dann zum Beispiel so ein Invest machst, dass du dann deinen Fokus und deine Energie eben genau auf dem hast, wo du hin willst mit dem Geld und dann da eben auch nicht wieder irgendwann zwischendrin anfängst und sagst, oh Gott, und jetzt habe ich irgendwie einen Kredit aufgenommen über 50.000 Euro und ich bin der größte Loser auf der ganzen Welt und es wird alles scheitern und lalalala. Sondern dann eben da auch zu sagen, okay, nee, die Story erzählen wir uns halt jetzt irgendwie nicht mehr, sondern es gibt nur einen Weg und der ist halt vorwärts. Absolut. Ja? Und wenn wir jetzt auch noch aufhören, auf dem Weg ständig nach links und nach rechts zu gucken und in dieser needy Attitude zu sein von, ah, das noch und ah, das brauche ich noch und ah, das brauche ich noch, du brauchst gar nichts. Ich habe meine ersten 100.000 Euro Umsatz ohne Webseite und ich hatte nichts, nichts. Krass, wie du hast deine ersten 100.000 gemacht ohne eine Webseite. Ja, ich hatte kein. Schau, ich bin gestartet und danke für diese wundervolle rosarote Brille, die ich hatte. Ich habe eine Facebook-Gruppe aufgemacht, da hatte ich noch kein Instagram, nix. Und habe mir einfach gedacht, so, die Franzi, wenn ich jetzt im Monat einen einzigen Kunden für 10.000 Euro bekomme, habe ich in dem Moment mein momentanes Gehalt schon mal verzehnfacht. Einen einzigen Kunden. Wie leicht ist es? Wie leicht geht's, einen einzigen Kunden zu haben? So, das, was ich halt nie hatte, oder was heißt doch, ich hatte es schon, aber ich bin halt immer drüber, dieses Sichtbarkeitsthema. So, und dann bin ich raus in Facebook, habe mich gezeigt. So, hier bin ich, das ist Franzi. Das ist das, was ich zu bieten habe. Auf die Reise nehme ich dich mit. Das ist das Programm, was du buchen kannst bei mir. Da gab es noch nicht mal eine Struktur für ein Programm. Ich wusste nichts. Ich wusste einfach nur, das ist die Reise, auf die ich die mitnehme. So, nach 4 Monaten kam die erste Kundin, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte. Okay, cool. Gibt's ein größeres Programm jetzt? Läuft. Da habe ich mein erstes Programm verkauft für 44.000 Euro. So, und dann kam die Webseite. Aber auch nicht, weil ich nach ihr gesucht habe, sondern weil auf einmal jemand in meinem Leben war, wo ich mir dachte, du könntest mir echt ein geiles Brand kreieren. Was ja dann auch wieder perfekt zu diesem Mangel- und Fülle-Energie passt, ne? Also eben nicht so aus diesem, oh Gott, ich brauche jetzt eine Webseite und ohne Webs. Das ist ja dann auch schon wieder cool, weil, also ich meine, ganz so viel Umsatz hatte ich irgendwie nicht vor meiner Webseite, aber auf alle Fälle eben auch schon Coaching-Klienten. Und dieses, dass das immer wieder Erstaunen hervorruft, dass das irgendwie geht, weil wir so darauf geprägt sind, dass wir dann erst diese Webseite brauchen und das Branding und das Logo und dies und das und alles, bevor überhaupt das erste Mal irgendwie eine Kundin kommen kann. Ja. Und schau mal, weißt du, das Geile ist, in dem Moment geht der Fokus ja wieder voll auf alles das, was noch nicht ist. Auf all dieses, das brauche ich noch, als auf das, was ich eigentlich haben will. Ja. Und das ist ein Business, das läuft mit Kunden. Ja, und sich vielleicht auch da einfach mal vorzunehmen, dass das eben sehr wohl klappen kann,
nur in Anführungsstrichen mit deiner Energie, deinem Elan, dem, was du alles erzählst, und dass es dann nicht eine statische Webseite dafür braucht, ne? Ja. Und da schließt sich der Loop, alles, was du brauchst, ist in dir. Alles, alles ist in dir. Es geht nur um deine Energie. Immer. Ja. Und umso schneller du die zu dir zurückholst, umso schneller du genau darin wächst, umso schneller und kraftvoller wirst du erschaffen. Alles andere ist wundervolles 3D-Gutzi-Gutzi, was man sich so holt. Aber weißt du, da kommen wir auch nochmal an einen Punkt vorbei, der auch dieses Jahr nochmal auf so einer ganz anderen Ebene irgendwie bei mir eingesunken ist. Dass dieser Spruch Folge der Freude, von dem ich fairerweise am Anfang immer gedacht habe, naja, okay, das ist ja schön, aber das kann man ja auch nicht nur machen. Oder das machen andere Menschen oder so. Dass das im Endeffekt ja auch genau das Gleiche ist, weil je mehr du dir erlaubst, diese Dinge zu machen, die dir Freude bereiten, in einer schönen Umgebung, schöne Kleidung, schöne Menschen, also schön im Sinne von, die dir gut tun. Also egal, was es irgendwie ist, und das weiß ja jeder, dass es dann zum Beispiel eben auch nicht darum geht, dass es jetzt irgendwie meinetwegen irgendwie ein bestimmtes Label ist, aber wenn es dir ein gutes Gefühl gibt, weil du dich auf eine andere Art und Weise, ja, fühlst, wenn du es trägst, oder dich anders fühlst, wenn du eben in einem, weiß ich nicht, anderen Hotelklassezimmer aufwächst oder aufwachst. Aufwachst. Dass das alles auf deine Energie einzahlt und dass das ja irgendwie dein größtes Gut ist und das trägst du wieder nach außen und das generiert dir dann wieder was. Und als ich den Zusammenhang quasi für mich mal so gespürt habe und eben auch nicht nur intellektuell irgendwie erfasst habe, da habe ich wirklich auch so gedacht, so ja, okay, krass, dann macht es ja wirklich total Sinn. Dann ist das ja alles, worum es geht, weil das ist, was du nach außen trägst. Als ich das erste Mal First Class geflogen bin, als ich meine erste Chanel-Handtasche gekauft habe, und da kann ich von so vielen ersten Malen sprechen, ging es nie um den First-Class-Flug. Es ging nie um die Chanel-Tasche. Es ging immer um das, was es in genau diesem Moment mit mir und meiner Energie gemacht hat. Dass ich danach die Entscheidung treffe, dass das mein neues Normal ist, ist eine andere Sache. Aber das ist was, und das ist ein Game-Changer, dass manchmal das viel mehr kreieren kann, als ein halbes Jahr an der Webseite zu sitzen und zu basteln. Ja, also das war tatsächlich jetzt auch auf unserer Reise irgendwie nochmal was, dieses irgendwie so für sich anzuerkennen, dass man gar nicht, also, oder dass man sich nochmal mehr lösen kann von dieser Vorstellung, dass man, wenn man sich das Ziel gesetzt hat, dann irgendwie so selber den Masterplan kreiert, wie man dann dahin kommt, weißt du? Also jetzt muss ich doch noch diese eine Frage stellen, die ich nämlich hier noch über das Stichwort, was ich irgendwie vorher noch überlegt habe. Also eine der Riesensachen, die ich von dir gelernt habe, ist... Jetzt bin ich gespannt. Ja, loslassen. Ach. Und das ist wirklich, das hat, also das, ich kann es gar nicht beschreiben, wie krass das für mich war. Und ich glaube, dass halt viele, die auch zuhören, dass denen das ja ähnlich geht, dass ich irgendwie trotz allem immer noch irgendwie so geprägt davon war, von diesem, okay, ich setze mir dieses Ziel und dann überlege ich mir irgendwie Wege, wie ich da hinkomme. Und ich in meinem kleinen, limitierten Verstand überlege mir dann, okay, das ist der Weg. Und wenn der Weg dann aber so nicht funktioniert, dann bin ich halt doch zwischendrin mal wieder frustriert oder denke mir so, warum denn nicht? Und wieso ist das denn jetzt nicht das, was ich, wieso klappt das jetzt nicht so einfach? Und ja, genau, das war wirklich irgendwie so eine der krassesten Sachen für mich in den letzten 2,5 Monaten mit dir, dieses Loslassen. Und das Loslassen nicht heißt aufgeben. Weißt du, dass da ein Riesenunterschied ist. Ich habe das immer mit Aufgeben verknüpft, von wegen Hände in den Schoß legen, nichts mehr machen, das geht so nicht, so funktioniert meine Welt nicht. Aber das Loslassen eine komplett andere Energie und Attitüde ist. Und vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu sagen, was du immer meinst mit diesem, dass da eben so viel drinsteckt in diesem, ja, in dem Loslassen und was das für dich ist und warum das so kraftvoll ist. Ich meine, am Ende ist es genau das, was ich, glaube ich, hier inmitten unseres Podcasts schon mal erklärt habe. Das ist so dieses, wir hängen so in diesem Ziel fest. Wir hängen so
Das ist jetzt sowas, loslassen zu erklären. Ja, ist doof, ne? Es kommt irgendwann der Moment, und ich weiß, wann der Moment bei uns beiden da war. Es kommt irgendwann der Moment, und dann fühlst du ganz genau, wenn es dran ist, jetzt einfach loszulassen. Ja. Und ich meine, loslassen hat so, so, so viele Facetten. Da könnten wir einen neuen Podcast über Loslassen machen. Ja, in der Tat wäre das, glaube ich, mal ein ganz gutes Thema. Ich finde im Englischen irgendwie dieses Wort Surrender dafür so schön. Ne? Ja. Weil das hat halt so, das hat irgendwie nochmal eine andere Energie. Ja, ich meine, das fängt schon an mit Anteilen in uns, die wir irgendwann mal zu unseren gemacht haben, die uns aber eigentlich nur blockieren, über die wir uns nur nähern, weil sie uns bis gestern vor irgendwas geschützt haben. Mhm. So, loslassen. Dann geht es weiter über loszulassen, was die Erwartung angeht, wie der Weg auszusehen hat. Mhm. Dann geht es weiter, loszulassen, bis wann dieses Ziel jetzt erreicht werden muss. Dann geht es weiter über loszulassen, wenn in deinem Leben ganz klar eine Tür geschlossen werden darf. Und wir sind Meister des Festhaltens. Warum? Weil wir uns in dem, wie unser Leben gerade aussieht, das ist unsere Sicherheit, die wir uns im Außen kreiert haben. Und da können wir weiter mit Geld loslassen. Wir haben Angst, Geld loszulassen, weil wir glauben, dann ist es weg. Mhm. Dabei ist manchmal dieser Moment des Geldloslassens einfach nur etwas, was uns auf einer neuen Ebene so viel mehr bringen kann. Mhm. Was aber nicht geschehen kann, wenn wir nicht bereit sind, das Alte loszulassen. Ich weiß gar nicht, ob du das warst, die sagte, das ist wie, als würde jetzt gerade all mein Geld mit dieser alten Energie einmal gehen dürfen, um mit einer ganz neuen Energie wieder zu kommen. Irgendwer sagte das. Mhm. Das fand ich richtig gut, mhm, dir zu erlauben, mal all das, was du festgehalten hast, loszulassen. Mhm. Dass Fülle, Geld, Reichtum mit so einer ganz neuen Frequenz, neuen Energie wieder zu dir kommen darf. Mhm. Ja, das ist voll schön, dass du es sagst. Und witzigerweise hat heute eine Coaching-Klientin von mir, die hat sowas Ähnliches gesagt, die hat irgendwie gesagt, Annika, ist zu krass. Ich habe gerade das Gefühl, jetzt, wo ich irgendwie das Geld loslasse, im Sinne von, dass ich mir Sachen gönne, also dass ich mir jetzt irgendwie ein schönes neues Sofa gekauft und einen Kleiderschrank ausgemistet und so. Energie. Ja, habe ich das Gefühl, dass viel mehr Geld zu mir fließt als jemals zuvor. Und das fand ich so schön, weil ich da war das wieder mit diesem Energie-Dings. Ja. Dass das einfach dieses Loslassen und dieses sich gönnen und dass da sowas Schönes drin war und sowas Wertschätzendes für sie selber und zack, öffnen sich da irgendwelche Tore und das Geld fließt zu ihr, wo sie vorher irgendwie so ein bisschen krampfiger unterwegs war. Mhm. Fand ich so schön. Absolut. Ja. Der Hubschrauber jetzt, hol dich ab. Kommt der Hubschrauber, ja. Ah! Und sie hatte keine Zeit mehr. Du musst der will uns einmal hier aufs nächste Level mitnehmen. Genau. Franzi fliegt jetzt einmal nochmal auf die kleine Ferrero-Insel. Ja, genau. Ja. Stimmt nämlich, das wissen ja die Hörer gar nicht. Du sitzt mir hier schön in einem quasi Strandoutfit gegenüber, weil du dich gerade in Mexiko rumtreibst. Ja. Ja. So viel zu guter Energie und Energietanken. Ja. Ja. Das ist das Stichwort. Ja. Ach, meine Liebe, es war so schön. Ich könnte in der Tat irgendwie auch noch einen zweiten und einen dritten und einen fünften Podcast mit dir machen, aber wer weiß. Es gibt ja vielleicht ein nächstes Mal. Ja. Ich danke dir auf alle Fälle, dass du heute hier warst. Ich hoffe, dass alle, die zugehört haben, ganz viel mitnehmen konnten, inspiriert sind, neue Anstöße haben, neue Impulse haben und einfach voller Freude diese Reise weitergehen. Bestimmt. Danke. Danke, dass ich hier sein durfte. Und danke für diese wunderschöne Reise, die auch wir beide gemeinsam gehen. Ja, geht ja noch ein Weil, bisschen. Das muss ich auch sagen, und das ist jetzt vielleicht mein Schlusswort, ich bin nicht nur Lehrer. Ich bin immer Lehrer und Schüler zugleich. Weil auch ich lerne etwas von meinen Schülern. Immer. Mhm. Und wenn wir uns auch dafür öffnen, ist nochmal so viel Raum für so viel mehr Magie.
voll gut. Wie schön, wie schön. Dann hab noch einen ganz zauberhaften Abend, bei dir glaube ich eher Mittag. Oder ich habe noch einen ganzen Tag vor mir. Tag vor dir, herrlich. Und genau, ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Ich auch. Bis dann. Ach, was war das für ein schönes Interview. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude und Spaß daran wie ich. Und ich hoffe, dass du ganz viele Erkenntnisse hattest und Ahas und vielleicht auch so ein Stück weit voller neuer Zuversicht bist, dass alles in dir beginnt und dass du so viel mehr Kraft und Entscheidungsgewalt hast, als du dir eigentlich vorstellen kannst. Und anlässlich dieser Mega-Folge habe ich auch ein ganz, ganz, ganz besonderes Angebot für dich. Und zwar weißt du ja vielleicht, dass es meine Soul Business Mastery gibt, mein großes Business-Programm, wo ich dich 6 Monate begleite, wo du Klarheit bekommst über dein Business, über deine Positionierung, deine Traumkunden, deine Preise, also alle Fragen, die du vielleicht gerade noch in Bezug auf dein Business hast. Und du hast halt vor allen Dingen auch jemand an deiner Seite, der dich durch diese ganzen Untiefen führt. Also ich bin dann quasi deine Poolnudel. genau. Und der aber gleichzeitig eben mit dir auch sieht, okay, oder der dich einfach daran erinnert, was deine Vision ist, der mit dir da voranschreitet, der dich an die Hand nimmt, der dir ein bisschen Mut und Energie leiht, wenn du sie vielleicht gerade nicht hast und der aber gleichzeitig eben auch mit dir feiert, wenn alle kleinen und großen Erfolge eintreten, die du dir so sehr gewünscht hast. Und dann kriegst du ja eben auch noch deine Webseite und Bilder und dein Branding und alles Hand in Hand mit meinem Team, so dass das alles eine Sprache spricht. Das ist ja die normale, in Anführungsstrichen, Soul Business Mastery für 44.444 netto. Und heute gibt es tatsächlich ein mega Special Angebot. 2 Plätze vergebe ich, wo du für diesen Preis nicht nur 6 Monate bekommst, sondern du bekommst 8 Monate. Und jetzt halte ich fest, ich schenke dir die Magic Mountain Mission mit dazu. Das heißt, in diesen 8 Monaten hast du zusätzlich zu dem ganzen Programm, zusätzlich zu dieser exklusiven Reise, diesem Weekend-Trip, den wir sowieso im Rahmen der Soul Business Mastery machen, hast du auch noch dieses Abenteuer Kilimanjaro dabei. Das ist echt ein Knallerangebot und ich kann dir eins versprechen, diese 8 Monate werden so viele Grenzen sprengen, die du gerade in deinem Kopf hast, das kannst du dir gerade gar nicht vorstellen. Aber es gibt nur 2 Plätze, sei schnell und du musst dich dieses Jahr entscheiden, weil schnelle Entscheidungen werden belohnt. Und ich bin für die Frauen, die sagen, okay, fuck it, ich habe zwar Schiss, ich weiß nicht, ob das alles irgendwie gut geht, aber es fühlt sich richtig an und ich mache das jetzt, ich springe. All in, no matter what, ich gehe. Für die ist mein Programm und für die ist auch die Magic Mountain Mission. Insofern, wenn es dich ruft, buch dir einen Clarity Call beziehungsweise schreib mir einfach am besten direkt eine E-Mail an hello@annika-seidenfaden.com. Lass uns sprechen und die nächsten 8 Monate Grandioses kreieren und 2022 einfach ein fulminanter Start sein. Alles Liebe, bis dann.